Hallo, meine demutgelehrten Hin- und Herschieber und herzlich willkommen zurück zu weiteren leuchig-flauschigen Grünchen hier bei Super Fantasy Kingdom. Könnte sein, dass wir heute unsere letzte Runde dann erleben, denn wir sind eigentlich schon wesentlich länger unterwegs, als ich eigentlich gedacht hatte. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass eine Demo, also wir reden hier immer noch von einer Demo, meine Freunde, ne? Das ist ja noch nichts von der Alpha. Und selbst die hat einen schon so lange gefesselt und gemacht. Und aber jetzt demnächst geht ein Spiel aus der Demo in den Release hinein. Und zwar, ich rede von Punch Club 2. Und dem würde ich mich dann gerne dann doch langsam widmen, weil darauf habe ich dann wirklich schon sehr, sehr Bock jetzt langsam. Wir hatten ja Punch Club 1 gespielt mit einem mäßigen Ende, wo ich ein bisschen trauriger war. Aber der bekommt ja auch nochmal eine zweite Staffel dann auf jeden Fall rein, weil ich nochmal gerne noch den anderen Weg sehen möchte. Und ich habe auch ein bisschen gelernt, erstmal ein bisschen mehr auskosten, als den Weg durchzuschlagen. Und ja, genau, das werden wir dann auf jeden Fall machen. Und hier werden wir heute mal gucken, wie weit wir jetzt kommen, was wir machen und ob wir dann nochmal eine zweite Runde machen. Das kann ich euch nicht genau sagen, weil wir sind ja jetzt schon sehr lange unterwegs. Und auch sehr erfolgreich lange unterwegs, muss ich ja sagen. Also es war jetzt ja nicht schlecht, was wir hier bisher erreicht haben. Aber na gut, wir schauen mal rein. Spielen Fluch 2. A warrior's true glory is to die in battle. Ach, warum lassen sie mich nicht sterben? Ja, das ist immer die gute Frage. Manche wollen nicht sterben und du hast gesagt, du möchtest. Okay, pass mal auf. Wir spielen wie immer unsere Einheit so, unseren Einkauf so, flamm, 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 ram, dam, dam. Warte mal, wo haben wir denn die meisten? Eigentlich wäre es gut, hier ist die Taverne derzeit am besten. Dann brauche ich Dikowski. Hier würde ich gerne den Steinbruch und hier würde ich gerne den Holzfällerlager. Hier würde ich gerne das Haus bauen. So, dann baust du mir zwei da rein, zwei da rein. Du baust mir hier das Lager aus. Du gehst dahin, dahin und dahin. Aber nee, eins andersherum. So, ich will mal was versuchen, nämlich gerade. Ich habe hier eine Kleinigkeit, die ich mal versuchen möchte. Ich habe mir nämlich mal überlegt, wenn wir den als erstes, genau, zack, zack. So, mal gucken, ob ich das so hinkriege, bevor sie nach Hause geht. Ist jetzt nur eine Überlegung, ob es funktioniert, das weiß ich halt nicht, ne? Flam, flam, flam. Zieh mal die wieder raus und bringt mir bitte erstmal die gesamte Ware dahin, wo sie hingehört. Was ist, wenn wir von vornherein aber sagen? Pass mal auf, wir machen mal eine Kleinigkeit. Ich versuche jetzt gerade mal ein paar Kniffe noch, die ich jetzt so für mich selber mal erdacht habe. 2, 3, 4, glaube ich. So, jetzt gehst du hier wieder rein und hier wieder rein. So, genau. Den kriegen wir eh noch nicht vor dem Tag X. Den kriegen wir noch nicht vor Tag X. Deswegen würde ich gerne das nämlich mal so versuchen. So, und jetzt haben wir hier nämlich schon wieder 4 Steine. Sind wir bei 7. Dann können wir hier das schon mal das machen. Dann haben wir 4 Steine. Also, ist gerade nur ein Herumprobieren. Ich kann es nicht sagen, ob das so klappt, wie ich es mir denke. 95,24%. Der Mensch hat ja kaum noch was machen müssen. Finde ich crazy. So, dafür kriegt der Armbrustler auch diesmal den Fischi. Siehst du, wir haben den Armbruster diesmal als zweites gekauft. Dadurch war. Nee, das haben wir immer so gemacht, ne? So, jetzt kommt ja. Der Eremit. Exa Minimize. Guck mal, das Ding hat er neu gemacht. Seht ihr das? Das ist komplett neues Layout hat er jetzt hier gemacht. Da gab es also wieder ein Update. Minimize heißt im Endeffekt nur, dass wir es verkleinern. Reroll. Ja, okay, wir versuchen es über den Halbling. So, bam. Jetzt haben wir den ja schon da. So, jetzt brauchen wir euch da mal schnell. Ich brauche jetzt jemanden, der schnell das macht. Moment mal kurz, gleich wieder da. So, dann machen wir mal weiter. Ihr müsst mir jetzt fix auf jeden Fall die Dinger da holen. Ich brauche jetzt ganz fix Essen. Essen, 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 Essen. Dann brauche ich jetzt nächstes die Sägemühle. Also die haben wir jetzt ja auch schon. Dann können wir die nämlich auch bauen. Dann ziehe ich einen dann hier ab, einen dann da rein. So.
Wie gesagt, ist ein kleiner Versuch, hier was umzuändern. Ne? Also ich versuche gerade ein bisschen was abzuändern. Ob das funktioniert, das sehen wir ja dann erst. Bin jetzt diesmal ein bisschen mit was anderem gegangen. Zum Beispiel habe ich ja von vornherein gestartet, dass der Abo-Schütze 2er-Hits macht schon mal. So, wir haben die 5 Steine. Auf jeden Fall erstmal 6 Steine, genau. Das ist halt nämlich die Frage, ob ich überhaupt den in so einer Situation. Wir hatten, dadurch, dass er jetzt schon die 2er-Hits macht, haben wir den Krieger nicht gleich schon einsetzen müssen. Ich glaube, wir hatten den nämlich schon direkt von vornherein einsetzen müssen. Einziger Nachteil ist, dass wir noch nicht in die Fleisch- bzw. in die Fisch-Verköstigung gegangen sind. Das ist natürlich jetzt wiederum der Nachteil. So, warte mal, bei dir liegen jetzt schon weitere 3 da, ne? Jetzt nehme ich den erstmal da raus. So, du machst jetzt gleich das. Jetzt müssen wir nämlich gucken, dass der die hier mir alle reinliefert. Nein, warum gehst du da raus und nimmst du nicht den mit? So, bam, bam, bam. Jetzt kommt nämlich der Trick dabei. Der Trick, voll der Trick. Nein, wir müssen jetzt den da raus, den da rein, den da raus und den da rein. So, jetzt kommt nämlich als nächstes, dass wir die Nahrungsproduktion anstürbeln. So, jetzt haben wir da die 7 schon mal. Die haben wir noch nicht genug Kills gemacht. Jetzt hier schon nämlich los, dass wir das so setzen. Okay, pass mal auf. Der holt jetzt uns den Fisch. Ich brauche jetzt als nächstes nämlich auf jeden Fall den Jäger. Dazu muss der mir die Steine noch liefern. Der doppelte Schutz ist schon besser. Kann aber passieren, dass ich gleich übergehen muss auf meinem Kämpfer. So, plus 2 für alle Units, also mal 2. Sehr gut, sehr gut. Wenn du mit 2 Hits machst, das geht eigentlich super smoothie durch. Ich weiß, was ich nicht gemacht habe. Genau. So. Der Kämpfer ist Stufe 2, der Mönch ist Stufe 2, der Halbling leider noch nicht. Wir haben einen Breaches, das war dann der Held, der den abbekommen hat, aber das ist nicht schlimm. Oh. Gehen wir gleich da rein. Und dann brauchen wir hier den Jäger. Dann ziehst du mir den da raus, ziehst du mir den da rein. Dass wir das Fleisch bekommen. So, 1, 2, 3. Damit haben wir aber einen wieder über, ne? Weißt du was? Wir machen jetzt mal schnell den Doppeljäger-Move hier. Für beide Jäger dann setzen. So, der 7 ist immer noch nicht ausreichend. Jetzt hier werde ich in der Runde auf jeden Fall wieder auf meinen Krieger setzen müssen. Daran werde ich nicht vorbeikommen. So, du baust mir weiter die Steine. Als nächstes brauche ich nämlich allererstens die Mauer. Jetzt ist die Mauer danach ganz wichtig. So, jetzt geht es nämlich los. Hier muss ich jetzt ein bisschen bereit bleiben. So, jetzt geht nämlich das los, was ich mir gedacht habe. Sind sie nämlich schon weiter durchgekommen. Aber da mit dem Taunt ist schon geht es ganz anders. Aber da brauchen wir eigentlich nochmal ein. Jetzt ist halt die Frage, ich weiß nicht, was der dann kommt und haben möchte. Ich muss gucken, dass wir diesmal ein bisschen Ware behalten. Hm. Dann haben wir mal ganze 5 Punkte bekommen. Na, was bekommst du? Ah, okay. War Pingu nicht eigentlich für den Halbling geeignet? So, jetzt hat der ja zumindest Level 2, der Halbling. Und jetzt kommen der Kämpfer, Armbrustschutz. Okay, das geht eigentlich ganz gut, ja. So, jetzt kommt der Händler nämlich. Ach shit, jetzt ist schon wieder der Händler und ich hab. Guck mal, ich könnte hier. Ja. Da ist es. Die brauche ich nicht aufwerten. Nein, nicht den Halbling aufwerten, sondern die nächste, der nächste Typo, den ich dann holen muss. So, pass mal auf. Wir brauchen hier einen drinnen, hier einen raus. So, gib mir mal das so.
du holst jetzt das, du machst jetzt das. 1, 2, 3 und dann machst du das. Könnte der König sich mal dahin bewegen? Warte mal, wir haben 8 mal das. Gut, dann könntest du mir das doch erstmal so machen. Kann ich den erstmal so machen? Naja, das ist schon Tag 5. Hier haben wir schon öfters mal, dass wir dann Probleme hatten, nämlich. Warte mal, wie viel liegen denn hier drin? Noch gar nichts weiter. Shit. Ah, die Arbeiter gehen jetzt schon heim. Das könnte jetzt übel werden. Wieso bist du umgekippt? Mist. Na, der Halbling ist in dem Game Run schon nicht mehr so optimal, muss ich sagen. Aber Kämpfer und Armbrustschütze und Mönch haben nochmal ein Level abgemacht. So, jetzt kommt der Held nämlich. Und jetzt müssten wir nämlich gucken, dass wir uns nochmal auf eine Melee setzen. Skelettschütze, Todespriester, nein. Djinn, Skelett, nein. Da. Da haben wir den Zyklopen. Und jetzt kommt nämlich der nächste Clou. Ich brauche jetzt als allernächstes ganz schnell die Farm. Kann ich nämlich hier auch noch zur Not hin und her setzen. Ne? Das ist jetzt der Vorteil. Nächstes brauche ich nämlich jetzt eigentlich die Farm. Pass mal auf, jetzt muss ich das mal kurz gucken. Den setze ich schon mal da rein. Den setze ich da rein. Und dich setze ich erstmal da rein. So, bam. Jetzt geht es nämlich los. Du musst mir jetzt ganz dringend das machen. Du brauchst die Bretter. Ich muss so ganz schnell nämlich die Zimmer. 3 und 2. Also eigentlich brauche ich nur einen und dann braucht er die Dinger da. So, pass auf, da geht jetzt einer da rein. Der macht jetzt daraus das Ding. Genau, dann brauche ich dich danach nämlich nicht mehr. Du gehst jetzt angeln. Jetzt muss man ganz fix sein. So, und danach gehst du nämlich hier mit rein, dass ich, wenn möglich, auf die 3 Dings komme. So, den raus, den da rein. Jetzt ist nämlich die Problematik, so, für alle Units. Den muss ich schon leider nach da setzen. So, jetzt ist ganz wichtig. Es muss jetzt die Klappe. So, jetzt das Erste, was klappt, ist das. So, warte mal. Der klappt leider nicht mehr, oder? Doch, 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 doch. Es hat so wunderbar funktioniert. Zack. Zack. So rum. Zack. Bam. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus, weil wir jetzt nämlich ein paar haben, die abhalten. Das war aber natürlich schlecht. Aber es war jetzt schon besser, weil jetzt haben wir. Jetzt klar, der Zyklop ist halt uns weggeplatzt. Ist dann immer doof. Aber jetzt konnten wir. Bisschen weiter vorankommt. Das war jetzt so ein bisschen das Ziel dabei gewesen. So, pass mal auf, du brauchst jetzt da einen raus, da einen rein. Hier haben wir die noch, da haben wir das. Hier wäre jetzt eigentlich gut, wenn wir den nochmal aufbessern könnten. Und dann brauche ich den noch hier mit rein erstmal. 1, 2, 3, 4, genau. Jetzt geht der und der erstmal los, der holt jetzt den Fisch. Oh, jetzt kommt ja erstmal der Boss. Okay, gut, das ist ja meistens noch händelbar. Händelbar, sie ist nur. Warte mal, aber erstmal muss ich mal gucken, kann ich nicht jetzt schon, genau, completed. Wir müssen mir jetzt unbedingt erstmal Essen schaffen. So, du kannst mir jetzt nochmal Holz schaffen. So, das war jetzt ja noch der chillige Teil, muss ich sagen. Also der Bossfight gegen den ist schon der leichtere Part. So, Adlerauge ist plus 20 gegen gestandene Ziele. Nee, das hier ist immer noch, finde ich, am angenehmsten. Das hatte ich ja schon. Und jetzt holen wir den gleich nochmal mit raus, dass wir den gleich mit herausfordern. So, das Allernächste, was wir jetzt brauchen, ist nämlich die Bierproduktion jetzt als Allernächstes anzugehen. Dazu brauchen wir aber jetzt Bretter. Oh, shit.
Dann würde ich den da raus, den da rein. Du bist jetzt auch erstmal fertig, ne? Dann kannst du auch erstmal damit rein, dass du dann das so und so und so und so. Okay. Gut, das haben wir jetzt auch erledigt. Wie viel brauchen wir für die Bierproduktion? Wir brauchen 5 Brettskis. Okay, gut. Das ist Brettski Nummer 2. Wir haben 7 mal Nahrung, alle gehen heim. Wir kommen erstmal eine Runde weiter. Das war jetzt aber noch der leichte Part. Oh, warte mal. Nee, da ist jetzt nichts nachgespawnt. Schade. Der ist jetzt sozusagen auch nochmal eine Herausforderung, aber nee. Eigentlich müssten wir gucken, dass wir auf 16 Holz kommen. Oder wir machen jetzt die 8 Stein einmal und bringen dann... Ah, Mist. So. Puh, jetzt geht's los. Aber jetzt muss ich mal kurz gucken, was ist denn da die sinnvollste Kombi? Weil der pusht ja mir den nochmal mit einer Rüstung, ne? Genau. Ach, warte mal, der hier hat jetzt auch gerade keine Rüstung. Na doch, der hat doch eigentlich Rüstung. Doch, doch, das ist ja der hier, genau. Jetzt rüste ich den nämlich auch nochmal ein bisschen aus. So, warte mal, ich bräuchte jetzt eigentlich... Kannst du mir den mal da reinpacken? Neuer Tag, neues Glück ist es ja. Dann packe ich dich mal da rein, dich mal da rein. So, letzte. Dann kannst du nämlich raus. So, nee, warte mal, das reicht noch nicht ganz, ne? Ich muss noch einmal, muss ich dich nochmal reinsetzen. Denn ich brauche jetzt... Nein. Freundchen. Denn jetzt brauche ich nämlich nochmal einen für den Brunnen. Einen für den Brunnen. So. Einer für den Brunnen. Weil nee, eigentlich wäre es mir lieber, wenn du schon mal da reingehst. So, jetzt habe ich den Brunnen. Dann kann ich dich mal da raus und dich mal da rein. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt schon in die Bierproduktion hineinkommen, so wie ich es gerne hätte. Das müsste man mal jetzt sehen. Ich bräuchte jetzt aber eigentlich den Tiger noch, den Kämpfen noch mal. Das wird jetzt richtig übel werden. Der Kämpfer ist nämlich jetzt das Wichtigste. Wenn der das schafft, den meisten Tons abzuhalten, dann geht das eigentlich. Yes! Sehr gut. Und das noch ohne Bier, die Runde, ne? Wir kommen jetzt erst in die Bierproduktion rein, leider. Aber es ist jetzt auch schon anders handeln. Wir müssen schon ganz anders handeln jetzt gerade alles, weil wir jetzt ja natürlich einen mehr haben. Tag 9. Jetzt kommt die Hexe wieder, ne? Plus 50% für Units left and right. Das ist jetzt so schwierig. Also mit dem könnte man das sozusagen machen, dass der dann links und rechts, also müsste man den aber in der Mitte setzen, dass der Schaden nochmal macht. Nee, wir wollen erstmal noch gucken, ob wir da mal Geld sparen. Wir müssen jetzt mal auf die Variation ein bisschen spielen, ob das noch was bringt. So, hier hatten wir jetzt den Stein-Dings drin, da haben wir das und das drin. Okay, warte mal, dann muss ich dich leider rausziehen. Die Steinproduktion muss erstmal warten. Dann gehen wir das jetzt durch und dann schauen wir mal, ob das alles so funktioniert. Unser Halbling hat schon mal das erste. Ast wackelt mit Luft. So, damit können wir bei dir noch mal ein bisschen was machen. So, das Problem ist, du musst dann da gleich rein. So, und du gehst dann da rein. Der Camper hat jetzt... Wobei, warte mal, ich bräuchte dich eigentlich auch noch mal hier. Ja. Ich glaube, ich kriege jetzt nicht nochmal ein Bier daran, ne? Eine Bierpferde. Oh doch, wir kamen auf 3 Bier. Das ist gut. Wir kamen auf 3 Bier. Das ist schon mal ganz gut. Sehr gut. Das war wirklich gute Runde. Aber wir müssen wirklich aufs Bier jetzt achten, da ist die Bierproduktion drin bleibt. Das ist total wichtig. Also die Nummer 6 da aufzustellen, das war wirklich schon mal
Der Mensch Stufe 4, der Kämpfer Stufe 4. Sehr gut. Aber das ist schon Stufe 4. Der Zyklop ist immer noch, ne, ist ja klar. Aber schon Tag 10, meine Freunde. Okay, du kannst noch mal produzieren, aber jetzt muss ich kurz gucken. Du gehst jetzt eh sammeln. So, pass mal auf, ich zieh mal kurz raus und ich packe dich da rein. Das ist nämlich auch so eine schwierige Sache, muss ich sagen. Das Handeln mit dem, shit, da fehlt nur noch ein Brett dann, ne? So, jetzt hat er das. Dann bist du fertig. Dann kannst du gleich da nochmal reingehen. Oh, warte mal. Ja, doch, machen wir. Der Kämpfer ist nochmal ganz wichtiger jetzt gerade. Da ist es der Zyklop, shit. So, warte mal, jetzt dich raus. Dann, dich raus. Da rein. Oh, da, doppelt rein. So, warte mal, jetzt haben wir den noch, den noch, den noch. Der ist ja noch drin, der kann jetzt noch nichts mehr verbessern. Blam. So, okay, jetzt müssen wir jetzt mal gucken, dass wir nochmal Essen rankriegen. Dann, sonst haben wir gleich total nett. Komm, 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 haltet die hier außen. Da außen müsst ihr unbedingt standhalten. So. Armbrüstler haben wir nochmal reingekriegt. Oh, jetzt könnte unser Zyklop langsam dran gehen. Ah, ja, unser Zyklop, den erwischt das jetzt. Oh, wobei. Sehr gut, aber. Da ist der Kämpfer einfach. Wenn du den Kämpfer in der richtigen Phase drin hast, der hält dir so viel ab. Da, der Kämpfer, der rutscht nämlich nachher immer weiter höher automatisch, weil der einfach wirklich alles, was geht, abhält. Aber wir sitzen jetzt gerade so langsam in der Phase, dass ich nicht mehr viel machen kann, außer Bier produzieren und Essen produzieren. Bier produzieren, Essen produzieren. Bier produzieren, Essen produzieren. Das ist so die Phase, die hauptsächliche Phase, die ich hier noch fahren kann. Alles andere ist fast nichts mehr. So, der kommt nochmal, dann kannst du den schon mal da reinstellen. Mehr kommst du gar nicht eigentlich mehr wirklich. Ich bin jetzt die ganze Zeit eigentlich nur noch am Durchskippen, dass wir Bier produzieren. Hast du hier was? Nein, hast du nicht. Shit. Den da. Oh cool. Ja, das war jetzt klar, dass der irgendwann dann erwischt wird. Aber trotzdem, der Zyklop hängt halt hinterher. Den haben wir halt nicht, den konnte man nicht mehr aufbauen so richtig. Wisst ihr, was ich meine? Das ist jetzt halt das Schwierige dabei. Aber Tag 12, meine Freunde. Tag 12. Pass mal auf, euch nehme ich raus. Da rein. Ich habe leider nur einen davon. Also muss ich erstmal dich raus. Da rein. Bam. Wie viel haben wir denn hier drin? 2 Bierle. Low, komm. Bring mir die Biere dahin, wo sie hingehören. Du brauchst jetzt erstmal nicht mehr. So, bam. Ja, der Armbrustschütze. Sehr gut. Bam. Der Halbling. Sehr gut. So. Dann kannst du erstmal nach da gehen. So. Na, jetzt haben wir erstmal alle Ranges fertig. Tag 12. Wir sind bis Tag 13 schon mal gekommen, ne? Also, das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben es schon mal geschafft, soweit. Gib mir Bier. Das ist aber auch genial, dass wir... Oh ja, da kommt der nächste Bierschuss. So, jetzt sind alle mit Bier gepumpt. Hier unten noch, komm. Hau die bloß weg. Die dürfen... Probleme sind immer die in der Linie hier unten dann schon angekommen sind. Da müssen wir mal aufpassen. Jetzt könnte es aber arg... Den Armbrustschützen muss ich jetzt rausnehmen. Ah, jetzt könnte es ganz knapp werden. Der Kämpfer ist nämlich auch schon fast down. Boah, das war eine ganz knappe Runde. Aber ich habe lieber den Armbrustschützen jetzt gerade gerettet, als den Halbling. Weil der Armbrustschütze, der ist einfach, ja, ihr habt es ja gesehen, der ist essentiell mit fast 50 Kills, ne? Deswegen mussten wir den retten. So, vorletzter Tag. Mal gucken, ob wir jetzt hier nochmal reinballern oder nicht. So, da einmal rein, da einmal rein. Wie viel habe ich hier drin? Wir haben ein Bier drin. Okay.
So. Aber ich wüsste jetzt auch nicht mehr, was ich noch viel anders machen könnte. Ne? Also das ist mein Problem. Ich habe jetzt nicht mehr die Plane, was ich noch viel anders machen könnte. Ich habe jetzt schon wirklich so viel verändert. Das ist halt die Frage. Lass ich es erstmal weiter so bestehen. Ne? Brauche noch ein Bier. Du bist fertig. Ne? Du kannst dann da rein. Du kannst dann da rein. So. Auch Bier, 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 Bier. Gib mir Bier, 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 Bier. Der nächste, der rumballern kann. Aber was ist das jetzt eigentlich? Warum sind die manchmal blau und manchmal nicht blau? Hier sind das sind sozusagen die Reserven von den Augen dann. Habe ich manchmal das Gefühl. Wow, 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 wow. Oh, komm, 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 komm. Kannst du den da schnell tauschen? Sehr gut. Jetzt zieh den wieder zurück. Oh shit, die Coffee. Jetzt geht's ab. Jetzt verlieren wir. Jetzt verlieren wir aber ganz hart. Jetzt haben wir durch. Aber den Tag 13 kriege ich immer noch nicht gebacken. Alle Tag 13, da fehlt irgendwie, glaube ich, noch ein bisschen, wie ich das handeln kann. Also müsste. Ist jetzt wirklich nur noch reine Feinanpassung, wie du den dann wirklich schaffst. Wenn du das Ding hast, also da das letzte Ding noch draußen ist, ich glaube, jetzt müsstest du eigentlich gucken, dass du auf die Belagerungsmaschinen noch nebenbei kommst. Dass du die dann halt noch hast, dass die mit ballern die ganze Zeit. Das wäre dann noch das einzige Ding. Aber ich glaube, das ist jetzt so wirklich nur noch ein letztes komplettes Ausklügeln, das Hin- und Herklügeln. Und ich würde jetzt sagen, für mich ist erstmal eine kleine Pause. Also Staffel 1 würde ich als beendet erklären. Und würde dann mit euch... wenn ein bisschen was in Updates gemacht wurde, ein bisschen was getan wurde, entweder in der Demo nochmal oder vielleicht, wenn es in die Early Access geht, da dann nochmal hineinschauen und dann können wir da gemeinsam dann nochmal weiter reinmachen. Also ich behalte das Spiel auf jeden Fall im Blick, ich habe es ja auf meine Wishlist mit drauf, ich werde das weiter beobachten, werde mir weiter die Patch Notes dann auch jetzt nochmal durchlesen und dann gucken wir, dass wir da dann demnächst nochmal einsteigen. Und hier auf dem Slot wird dann entweder am 20. oder am 21. dann auch mit Punch Club 2 dann losgehen, ne? Deswegen, da kann ich mir noch eine kleine Pause mal gönnen, dann haben wir nur zwei Videos jetzt mal am Tag, gehen wir erstmal wieder ein bisschen runter, ist auch immer sehr angenehm und dann passt das auch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen, Kommis immer was Feines und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten hoffe ich, vielleicht sehen wir uns ja bei irgendeinem anderen Let's Play wieder. Wenn nicht, ist es ja auch nicht so schlimm, dann sehen wir uns vielleicht wieder, wenn dann die nächste Runde Super Fantasy Kingdom dann ansteht, also die zweite Staffel dann. Die wird auf jeden Fall kommen, wie auch einige andere. Aber ich weiß, ich sage immer viel da, dort. Aber ich muss auch gucken, weil ich das ja eigentlich, bei mir ist es ja nur eine Freizeitaktivität und es ist nicht beruflich. Ne? Also muss ich ja neben Familie, Beruf und noch so einigen anderen Verpflichtungen dann nochmal, mache ich das gerade für mich so einfach. Genau, falls wir uns nicht mehr wiedersehen, wünsche ich euch trotzdem alles erdenklich Gute. Ne? Weiterhin ein schönes Leben. Genießt den Sommer auf jeden Fall, wenn ihr das könnt. Und ja. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, was ihr vorher angeschaut habt und alles erdenklich Gute. Bis dahin. Tschüss.